alles mit goldenem Schnitt und die Symmetrie aufgebaut ist. Ja, die Menschen, wenn man die Menschen anschaut oder die Tiere, zwei Augen, ja, eine Nase in der Mitte, zwei Ohren. Und das ist alles in einer bestimmten Symmetrie. Laut Mutation dürfte es keine Symmetrie geben. Wenn Sie eine Schmetterling anschauen, auf die Flügel, dann werden Sie auf dem linken Flügel gleiche Muster sehen wie auf dem rechten Flügel. Aber exakt. Hat sicherlich jeder von uns irgendwo in so einer Zeitschrift gesehen. Das ist nichts anderes als ein Märchen. Weil wenn die sagen würden, das ist Märchen, dann würden wir nicht drauf eingehen. Aber wenn die sagen, das ist Wissenschaft, fühlen wir uns so ein bisschen gezwungen, dem eine Antwort zu geben. Man muss dazu sagen, es leben in der Vergangenheit 6500 Affenarten. Davon leben mittlerweile nur noch 120 Stück. Und die anderen sind alle ausgestorben. Das ist natürlich eine gefundene Quelle für die Evolutionisten. Die nehmen dann irgendwelche Tiere daraus, platzieren so entsprechende Größe in einer Linie und sagen so, das ist jetzt die Evolution, und veröffentlicht das in irgendwelchen Medien, also Printmedien oder im Fernsehen oder wo auch immer, und dann wird den Menschen so ein bisschen glaubhaft gemacht, dass es eine Evolution stattgefunden hat.